Die Geschichte des allerersten BMW-3er Touring. Es ist die Geschichte eines BMW-Mitarbeiters, der einfach nur mit seiner Familie in die Ferien fahren wollte. Und mit meiner Familie, sprich eine Frau und zwei Kinder, brauchte ich einfach ein Fahrzeug mit einem bedeutend größeren Kofferraum. Da brauchst du halt mit Kindern immer mehr Gepäck, weil jeder will sein Dreirad mitnehmen oder sonst irgendwas. Und da waren halt die herkömmlichen Autos zu klein. Mitte der 80er Jahre wurde der BMW 3er nur als Limousine produziert. Aber der BMW-Angestellte Max Reisböck brauchte einen geräumigeren Wagen für seine Urlaubsreisen. Also kaufte er einen gebrauchten Dreier und fing an, in der Garage eines Freundes daran zu arbeiten. Konstruktion gab es bei mir keine. Das Fahrzeug oder der ganze Umfang war in meinem Kopf virtuell vorhanden. Aber er war halt nicht so da, sondern es ist dann schon über Monate gewachsen. Ich habe mir überlegt, wie mache ich den Teil, wie mache ich den Teil. Um die Eigenkosten nicht in die Höhe zu treiben, verwendete Max Reisböck nur Fertigteile und schweißte sie zusammen. Nach 6 Monaten Arbeit war das neue Fahrzeug fertig. Also die grobe Änderung war eigentlich diese Säule, die sitzt dann einmal beim Stufenheck hier. Und die habe ich praktisch nach hinten gesetzt, auf die hintere Kante von der Fahrzeuglänge. Und somit war eigentlich das Touring-Gesicht relativ fertig. Um zu testen, wie die Leute auf das Design reagieren würden, zeigte er den Touring seinen Freunden. Da deren Reaktion sehr positiv war, wagte er, ihn seinen Kollegen bei BMW zu präsentieren. Zuerst waren sie ein bisschen neugierig, da waren sie ein bisschen erstaunt. Am Schluss waren sie begeistert. Der Vorstand gesamthaft war beeindruckt. Dann hat BMW mein Auto übernommen. Und 3 Jahre später ist der erste 3er Touring in Serie gegangen mit minimalen Änderungen. 1987 kam der erste BMW Touring auf den Markt. Ein geräumiger Dreier mit einem abgeschrägten Heck und einer Menge Platz, um jeden Bedarf zu erfüllen. Mit nur einer sichtbaren Änderung gegenüber dem ersten Prototyp. Also die große Änderung, die vorgenommen war, das ist diese abgesenkte Ladekante. Ein etwas spitzfindiger Journalist hat sie mal beschrieben als Bierkastenlucke, weil genau ein Bierträger durchgeht. BMW bietet heute Touring-Modelle in vielen Versionen an. Und zwar zum Teil dank eines Mannes, der einfach nur Platz für das Dreirad seiner Tochter schaffen wollte. Der 3er Touring, sage ich jetzt im Nachhinein, war eigentlich die Geburt des ersten Lifestyle-Kombi. Der Zeitpunkt hat gepasst, das Design hat gepasst und da bin ich sicherlich auch sehr stolz drauf. Ein sportlich abgeschrägtes Heck und reichlich Platz für die Familie. Max Reisböcks grundlegende Ideen sind auch heute noch im Touring zu finden.